Das ist ein Haken. Gemälde. Huhu. Ist keiner. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Ach so, ja. Lilly hatte die Funktionsweise, man nahm das. Ach ja, okay. Ach ja, warte mal. Geht das eigentlich jetzt schon? An den Haken hängen. Zack. So. Immer noch. Ja. Pa. Pa, 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 pa. Pow, pow, pow. Maske fehlt. Immer noch. Irgendwas Neues zu erzählen? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mach mir Sorgen um dich, weißt du? Ja. Gab's hier irgendwas noch? Nö, gar nichts. Außer mit Doofkopf zu sprechen. Hier noch irgendwas? Nö. Na, der Hahn, toll. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Lilly vermisste die Termine. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Okay. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Schade. Ich dachte, ich kann's klauen. Wie schlimm ist das denn jetzt? Kann ich dir das geben? Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine genauso wenig. Also verschwinde. Ich brauche. Du schon. Du da sind und für. Also solange die Essens. Und solange du hast ja alles. Es sei denn. Der Ofen läuft noch nicht, weil Memphis immer noch da drin ist. Du, bevor du. Es ist jetzt in dieser. Sie knacken Kinder. Ich habe sie. Ein Meerschweinchen! Wer hätte gedacht, dass mir. Und beinahe hätte ich ihr das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande verliehen! Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze! Ist das wirklich so schwer? Fütter die Katze! Ach, vielleicht kann ich das jetzt holen. Das Banner. Na? Lecco mio. Ist das schlimm? Schlimm. Die Schuluhr war außer Reichweite. Da gab's auch nichts weiter. Shibuya Riot Ching Ching! Ching Ching! Riot Girl, Riot Girl! Also wird, wie willst du nie damit? Ich hab sie, du die und so lange. Ja. Mio Rush Mio! Warte mal. Hab hier noch nicht geguckt. Ah ja.
Lilly hatte die Ober... Aber selbst... Okay, was kann ich jetzt mit dem Moment machen? Ach so, wahrscheinlich. Das. Was soll das sein? Ein Marashuniyoke Shibuya-Accessoire? Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Ein Pokémon. Was sollen wir denn damit? Was soll das sein? Ein Marashuni... Ein oder... Ching, ching, ching. Was sollen wir... Was kann ich damit jetzt machen? Ihn geben? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Oder sie einfach nur geklaut. So, mal schauen. Ach ja. Hier. Was ist das? Was hast du da? Ach, weißt du was? Eigentlich will ich's gar nicht wissen. Bleib mir einfach damit vom Leibe, ja? Nein. Aber das hier will ich dir zeigen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Das war der perfekte... Ach, Mann, ey. Wie gesagt, das ist blöd, weil man nicht weiter weiß. Hier kannst du haben. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Gab's denn noch was, wo ich da Schrauben hierher krieg? Um die blöden Masken abzubekommen. Mann, ey. Da gab's auch nichts weiter. Ich soll ja nichts rankommen. Hm? Kennen wir uns? Aha. Mhm. Du willst die Hinweise, das Gewicht nämlich an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich wieder fröhlich über einen Ab. Ich war aber auch. Die Masken fehlen, das ist es. Zum Glück habe ich mir. Also, wie hat. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Ja, ich. Boah. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Ja, nee, ist klar. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze! Fütter die Katze. Du mich auch. Wer ist hier noch am Bohren? Das Problem ist die Masken. Diese scheiß Masken. Warte mal. Mal schauen.
Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Danke. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Ich weiß wo. Das wird jetzt gemein. Der arme kleine Schisser. Ja, ja. So. Komm schon. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Ja. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Ach du Scheiße, sieht das aus. Ich glaube, der Ofen ist im Arsch. Gibt es hier noch irgendwas jetzt? Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Es gibt hier nichts, ne. Jetzt haben wir die Haarnadel. Normalerweise, ich glaube, damit kann man die Masken abmachen. Perfekt. Ja. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Geht doch. So. Alle Masken mitnehmen. Und versuchen, das Rätsel zu lösen. Boah, Kotz. Wie ich solche Rätsel eigentlich hasse, ne? So. So.